Jetzt erfahrt ihr, wie ihr das Powerlevel eurer Bakugan bestimmt. Jeder Bakugan hat eine zugehörige Charakterkarte bzw. eine Special Attack Karte, auf denen sich verschiedene Werte befinden. Reguläre Bakugan-Charakterkarten sehen so aus und Special Attack Bakugan-Karten so. Wie schon im Einsteigerkurs gesehen, transformieren die Bakugan auf den magnetischen Portalkarten. Jeder Brawler platziert zwei aufgedeckte Portalkarten im Battle-Bereich, sodass sie ein 2x2-Raster ergeben. Wenn ihr nicht mit der coolen neuen Battle Arena spielt, könnt ihr eure Karten auf jede glatte Oberfläche legen. Sobald ihr das erledigt habt, legt eure Charakterkarten zusammen mit den Special Attack Karten, falls vorhanden, neben den zugehörigen Bakugan. Los geht's! Die Brawler rollen oder kreiseln ihre Bakugan gleichzeitig in Richtung der magnetischen Portalkarten. 3, 2, 1, Bakugan Brawl! Das Powerlevel eurer Bakugan wird nun dadurch bestimmt, an welcher Stelle sie auf den Portalkarten landen. Seht mal hier, jeder Bakugan hat drei Werte. Rote Power, grüne Power und blaue Power. Sobald dein Bakugan sich transformiert hat, sieh nach, auf welchem Symbol das war und vergleiche es mit der Charakterkarte. Daraus ergibt sich das Powerlevel. Falls du ein Special Attack Bakugan benutzt hast, addiere die Punkte der dazugehörigen Karte. Hier ein Beispiel. Wenn ein Special Attack Bakugan auf dem roten Symbol der Portalkarte gelandet ist, rechnen wir die rote Power auf beiden Karten zusammen. 500! Weitere Infos gibt es im nächsten Teil. Bakugan Brawl! Komm, lass uns alle schnell zu Swiss Toys Superstore!